Es ist soweit. Heute holen wir endlich unseren Canopy-Camper ab. Das heißt, es ist gerade 6 Uhr in der Früh und ich fahre jetzt los zur Genesis Import und hole unseren Canopy-Camper ab. Auf geht's, kommt mit. So, angekommen, dann kann es mal losgehen mit der Montage. Schon ist er fertig montiert. Ging jetzt echt schnell. Aber jetzt dauert es noch ein ganzes Weilchen, weil er noch angeschlossen wird, die Hecktür noch eingebaut wird und dann wird er noch abgedichtet. Und so lange warte ich jetzt hier halt noch. Aber sieht jetzt schon richtig geil aus. So, jetzt ist er gerade noch abgesprüht worden mit Wasser. Jetzt wird quasi gerade noch die Dichtigkeit überprüft. Und dann ist unser Ranger tatsächlich ready to go mit unserem neuen Canopy Camper von AluCap. Das sieht so hammerschön aus. So Freunde, jetzt wird das erste Mal unsere 270 Grad Markise aufgeklappt. So. Gut. Dann starten wir mal mit dem Hi, wir sind DKW on Tour und heute zeigen wir euch endlich unseren neuen Canopy Camper von AluCap. Kommt mal mit, schauen wir uns ihn im Detail mal an. Unser AluCap Canopy Camper, ihr habt ja im Video jetzt schon gesehen, wie er montiert wurde. Wir haben den Canopy Camper bei Genesis Import gekauft und auch von denen montiert bekommen. Und jetzt wollen wir euch mal so zeigen, was er alles kann, was alles so dabei ist und was wir noch alles vorhaben. Dafür kommt mal näher ran.
Also, jetzt befinden wir uns am Heck vom Fahrzeug. Wir haben den Canopy Camper ohne die Reserveradhalterung. Theoretisch wäre hier noch die Reserveradhalterung fürs Reserverad. Obwohl wir mittlerweile tatsächlich schon am Überlegen sind, ob wir die nicht einfach doch noch nachrüsten. Weil es halt einfach praktisch ist, wenn hier hinten das Reserverad hängt. So, wie kommt man jetzt in den Camper rein, beziehungsweise wie macht man ihn auf? Tatsächlich ist hier das hier der Türmechanismus. Wir haben hier ein dickes, fettes Arbusschloss rangehängt. Und dann machen wir ihn mal auf. So. Das ist hier die sehr, sehr massive Tür von unserem Canopy Camper. Wie ihr seht, sind hier gleich so ein ganzer Haufen Taschen mit schon serienmäßig mit bei. Hier ist auch noch ein Licht. Ein Lichtbalken, ein LED-Balken. Leider haben wir gerade keine Batterie angeschlossen, deswegen können wir euch das Licht nicht zeigen. Das kommt aber dann immer in einem späteren Video. Sobald wir mal die Elektrik richtig drin haben, zeigen wir euch das natürlich noch. Wir sind aktuell noch sehr am Anfang unseres Ausbaus. Hier haben wir schon unsere Bodenplatte drin. Über die kommt auch noch ein Video. Die gehört nicht zum Lieferumfang des Canopy Campers, sondern die haben wir schon reingemacht. Genauso wie alles, was ihr hier drin seht, was mit Kabel gemacht wurde, ist praktisch die provisorische Elektrikverkabelung, die ich bis jetzt gemacht habe. Die kommt aber wieder raus, sondern da kommt eine richtige Elektrik noch rein. Dann gehen wir mal zur Seite des Fahrzeuges. Links wie rechts befinden sich diese seitlichen Klappen. Die haben jeweils auch immer ein Schloss dran, die Verschlüsse. Und die drücke ich einfach, wenn sie nicht abgeschlossen sind, drücken wir einfach drauf. Und dann kann man aufmachen. Das Ganze fährt hier mit Dämpfern hoch. Auch hier haben wir wieder ein Licht, ein LED-Balken. Die sind über Touch steuerbar. Hier, was ihr innen seht, die Verkleidung, das haben wir auch selber gemacht. Das gehört nicht dazu. Normalerweise hat man hier einfach auch nur das schwarze Alu. Das Ganze geht natürlich auch noch auf der anderen Seite. Da mache ich jetzt auch mal auf. So. Und schon ist unser Camper an drei Seiten offen. Aber bis jetzt ist der Raum ja noch nicht sonderlich hoch. Also, wenn ich hier reingehen würde, könnte ich ja gar nicht stehen, sondern ich könnte mich gerade mal auf die Knie hinsetzen. So, jetzt haben wir das Dach aufgestellt von unserem Dachzelt oder von unserem Canopy Camper. Und jetzt zeigen wir euch, wie groß der Raum hier drin werden kann. Dafür machen wir Klappe 1 hoch, steigen in den Camper. Und schieben die zweite Klappe nach oben. Und schon haben wir Stehhöhe so hoch, dass ich nicht mal mehr an die Decke hinkomme, selbst mit ausgestreckten Armen. Schon richtig cool, oder? So, und jetzt zeigen wir euch noch ein weiteres geiles Feature. Und zwar haben wir am Canopy Camper auch direkt die AluCap Shadow On. Und die baue ich jetzt mal auf. So, nur noch den Fuß und dann das Ganze spannen. Und schon steht unsere mega fette, riesengroße 270 Grad Markise. Das Coole an der Markise ist, wie ihr seht, sie steht frei, ohne einen Fuß. Natürlich haben wir hier noch Füße dran.
Die kann man einfach hier runter. Außerdem können wir sie an den Seiten auch noch zusätzlich abspannen. So, das ist unser neues Reisemobil, der Ford Ranger mit dem Canopy Camper. Und ihr könnt euch schon freuen, die nächsten Wochen und Monate werden wir immer weiter Videos bringen von dem Ausbau, wie wir die Ladefläche gestalten, wie wir quasi unseren Camper innen ausbauen. Er bekommt eine Standheizung, die ist schon drin, aber das Video dazu folgt erst noch. Genauso wie die Elektrikinstallation, die Bodenplatte und so weiter, der Möbelbau. Das kommt jetzt alles die nächsten Wochen nach und nach rein. Ihr bekommt ein Solarpanel oben drauf. Und am Ende haben wir einen richtig, richtig geilen Offroad-Camper. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und lasst gerne einen Daumen hoch da.